Tag auch. Ich habe gestern meine erste Pinkbox bekommen und wollte jetzt noch mal kurz ein Video dazu machen, was drin ist und meine Meinung dazu. Hallo. Kirchenparty draußen. Ja, so sieht die Box aus. Wer sie noch nicht kennt, ich verlinke auch noch mal den Link in der Infobox zu der Seite. Und als kleine Information oder für euch oder auch ein bisschen für mich, wenn ihr diese Box auch abonnieren möchtet, dann kann ich euch eine Einladung zukommen lassen. Dafür müsst ihr mir eure E-Mail-Adresse schicken per Mail. Meine E-Mail-Adresse steht auch in der Infobox und dann könnt ihr die erste Box abonnieren bzw. bestellen für 6,95 Euro anstatt normalerweise monatlich 12,95 Euro. So, jetzt zeige ich euch mal eben, was drin ist. Jeden Monat ist wohl eine Zeitschrift in der Box. Diesen Monat war es jetzt die Maxi. Finde ich eigentlich ganz cool. Also es gab sogar hin und wieder mal Monate, wo ich mich auch selber gekauft habe. Ja, ich bin mal gespannt. Die kostet normalerweise 2,50 und ich finde, so zwischendurch kann man immer mal ganz schön sowas lesen. Mein Problem ist nur mal, diese Zeitschriften sammeln sich hier stapelweise und ich kann die irgendwie immer nicht wegschmeißen. Geht euch das auch so? Dann war noch ein Lifestyle-Magazin drin und zwar von Catherine. Falls das ein bisschen blendet, ich habe hier Lampen aufgestellt, damit es nicht so duster ist. Catherine ist ja diese Nagellack-Marke, wo ja auch schon mal Produkte in der Box waren. Das habe ich mir jetzt auch schon durchgeblättert, ist ganz nett. Hier ist auch noch so ein Geburtstagskalender drin, den man sich dann an die Wand hängen kann und die ganzen Geburtstage eintragen, wenn man möchte. Und nun kommen wir zur Box an sich. Die ist kleiner als ich dachte, muss ich erstmal sagen. Die ist kleiner als die DM-Boxen, dafür aber etwas größer als die Douglas-Boxen. Und schauen wir mal, was sonst noch so drin ist. Also ich habe gestern schon mal reingeschaut, aber ich habe es mir jetzt nicht so im Detail angeschaut. Also hier wäre einmal der Flyer mit der Übersicht, mit den ganzen Full-Size-Preisen. Filina hat auch schon ein Video drüber gemacht, das habe ich gestern gesehen. Aber es hat, soweit ich weiß, ja auch nicht jeder immer das gleiche in der Box drin. Also es kann durchaus sein, dass ich was anderes habe als Filina und so weiter. Dann haben wir hier einen Mystery-Thriller von Dana Kilborn. Morgen kommt der Weihnachtsmörder. So ist so ein kleines süßes Heftchen. Normalpreis 3,50 Euro. Die Schutzgebühr für das Catherine-Magazin liegt übrigens bei 2,50 Euro, sehe ich gerade. So, dann machen wir mal auf. Und ja, ich würde sagen, mein Inhalt gleicht schon dem von Filina. Ich habe unter anderem auch das Tiroler Nussöl für die Lippen, also Lippenpflege. Sehr praktisch im Winter. Hier ist auch noch 25er Lichtschutzfaktor drin. Und ich habe es jetzt gestern Abend extra noch nicht aufgemacht. Aber ich bin sehr gespannt, wie es riecht. Weil ich finde, so eine Lippenpflege, die darf nicht... Also Tiroler Nussöl hört sich nicht so lecker an, finde ich. Aber ja, es riecht doch ganz stinknormaler Lippenpflege. Ist schon sehr intensiv irgendwie, aber nicht unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich drin von Catherine ein Handdesinfektionsgel, antibakteriell mit Kamillenextrakt. Ach so, das Tiroler Nussöl kostet 4,90 Euro. Desinfektionsgel kostet in der Full-Size 3,50 Euro. Das ist auch eine Full-Size. So, dann schauen wir mal. Filina hatte gesagt, es riecht eigentlich ganz gut. Nicht so nach Alkohol oder wie diese anderen Desinfektionsgele, die man so kennt. Ja, es riecht frisch und sauber irgendwie. Ne? Dann habe ich auch drin die Luvos Heilerde-Maske.
Das sind so zwei Sachets, die man einzeln anwenden kann, also quasi zweimal. Intensive Pflege bei beanspruchter zu Rötung neigender Haut. Der Preis liegt bei gar nichts. Doch, hier. 1,19 €. Dann habe ich drin Parfumproben von Sylvie van der Vaart, die nicht hier mit draufstehen. Moment, ich mache das mal. Oh, ist mit Klebedings zugeklebt. Jetzt mache ich das ganze Ding kaputt. Nur für euch! So, das sind so zwei kleine Pröbchen. Einmal der Dayfire und einmal der Nightfire. Die riechen auch so schon sehr intensiv. Na, mal schauen. Ich finde es ja immer eigentlich unsinnig, wenn diese Pröbchen, seht ihr das? Die haben den Deckel einfach zum Draufstecken und nicht diesen Sprüh- bzw. Pumpmechanismus. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Mal schauen. Dann habe ich eine Handcreme von NBM, also Nails Beauty and More Vital Handcreme. Sehr praktisch, wie auch Filina schon sagte, für die Handtasche. In der Full Size kostet sie 9,95 €, dann sind es 75 Milliliter, hier sind jetzt 25 drin. Wollen wir mal dann schnuppern. Ich finde solche kleinen immer echt ganz praktisch. Ja, das mag ich, das riecht auch so frisch und ganz, 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 ganz dezent blumig. Das erinnert mich an irgendeinen Duft, den ich, glaube ich, mal hatte. Das finde ich gut, das riecht echt gut. Und dann habe auch ich drin einen Essence Nagellack und zwar in der Farbe Iced Strawberry Cream. Der ist aus der New Glam Reihe. Ich versuche mal. Oh ja, guck an, meine Kamera schafft das. Also Nude Farbener. Die kosten ja normalerweise 1,59 € die Lacke. Ich glaube, die Farbe ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Die wird wahrscheinlich in meine Verlosungsbox wandern. So, und dann, nachdem ich das alles rausgenommen habe, haben wir noch einen 20 € Rabattgutschein für myparfum.de. Hier sagte Felina schon, dass es die auch teilweise so online zu finden gibt, diese Gutscheine. Ich habe dort noch nie etwas bestellt und werde mir das jetzt mal anschauen, die Seite. Und dann ist hier auch noch drin ein 10% Rabattgutschein für NBM. Nails, Beauty and More. Mal schauen, was es dort so gibt. Vielleicht komme ich ja auf den Geschmack und will mir diese Handcreme unbedingt nachbestellen, wer weiß. So, das war jetzt meine Box. Und jetzt kommt meine Meinung zu dieser Box. Also, dies war jetzt, wie gesagt, meine allererste Pink Box. Die letzte war für mich eigentlich so der Ausschlag gebende Grund, warum ich sie mir denn doch jetzt mal bestellt habe, weil die letzte Box fand ich echt ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe sie dann bestellt. Ich habe jetzt auch für diese Box 6,95 € bezahlt. Dank dieser E-Mail-Geschichte, die man machen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nur 6,95 € bezahlt habe für die Box, weil ich finde, dass die jetzt im Gegensatz zur letzten schon ziemlich abstinkt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt Dezember ist, das heißt, es ist bald Weihnachten. Ich hätte mir ein bisschen was Weihnachtliches, Winterliches, Schönes gewünscht in dieser Box. Die Sachen sind okay, also es ist nichts bei, wo ich sage, was soll ich mit dem Kram? Die Sachen sind okay, aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich nur 6,95 € bezahlt habe für diese Box und nicht 12,95 €, auch wenn der Wert der enthaltenen Gegenstände natürlich weit darüber liegt, beziehungsweise nicht weit. Ich meine, Felina hätte gesagt, die Sachen liegen jetzt so um die 18 €, meine ich. Ich glaube, ich habe sogar genau die gleichen Sachen wie sie. Ja, ich glaube schon. Klar, der Wert ist höher, aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache auch, dass jetzt bald Weihnachten ist, hätte ich mir doch schon irgendwie was
ein bisschen was Besonderes gewünscht. Und ja, ich werde natürlich jetzt mal gucken, was in der nächsten Box drin ist. Vielleicht wird die ja wieder so fantastisch oder der Knaller wie so die letzte Box, wo mich ganz besonders diese Augencreme, meine ich, war es von L'Oreal, ziemlich angesprochen hat. Ja, also es ist so, ja, ist okay. Also ich kann damit leben, die Sachen sind okay, vor allen Dingen hier so im Winter natürlich Handcreme und Lippenpflege ist immer sehr praktisch. Dann werde ich mal schauen, wer in meinem Umfeld irgendwie mit Rötungen zu tun hat. Da wird sich mit Sicherheit jemand finden, der sich über diese Maske freuen wird. Ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, der sehr maskenfaul ist. Aber ja, ich finde es ganz okay. Kann man wohl mal machen. Wie gesagt, wenn ihr auch so eine Box abonnieren möchtet, guckt mal in die Infobox. Dann müsst ihr mir eine Mail schicken, dann kann ich euch so eine Einladung schicken. Dann kriegt ihr die erste Box auch für 6,95 statt für 12,95. Wie bereits am Anfang gesagt. Ansonsten schaut mal bitte in meinen Hamburg Twilight Hall Video rein, weil da gibt es aktuell noch bis Samstag eine kleine Spontanverlosung, weil heute Nikolaus ist. Falls ihr irgendwas von diesen Sachen habt, die in dieser Box sind, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu auch mal eure Meinung schreibt. Habt ihr die Box auch abonniert? Wie findet ihr sie? Habt ihr die Box schon länger? Wie fandet ihr die letzten Boxen? Ich bin, naja, ne? Erzählt mir doch mal was. Und schaut in das andere Video rein, wegen der Verlosung. Ansonsten, bleibt dran für weitere Videos. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.